Hallihallo und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Mafia 2. Ja, wir müssen, was müssen wir machen? Wir müssen Eddie das Geld für die Kippen bringen. Aber bevor ich jetzt losfahre, würde ich euch gerne einmal bitten, wenn ihr ein wenig Zeit übrig habt, es nimmt auch wirklich nicht viel Zeit in Anspruch. Was ist das? Chinese Seafood. Original Chinese Seafood, alles klar. Gut, wenn ihr ein bisschen Zeit übrig habt, lasst mir einfach ein bisschen Feedback hier auf dem Kanal da. Lasst mir einfach ja, einen Kommentar da, einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Und wenn ihr mehr sehen möchtet, einfach ein Abo. Es würde mir wirklich sehr viel bedeuten, sehr viel weiterhelfen. Und ja, dann sage ich schon einmal Danke und viel Spaß. So, wo... Ich weiß gar nicht, wo Eddie wohnt. Ich weiß gar nicht, wo der gute Herr wohnt. Da hinten. Oder ist das in der Bar wieder? Ach, das sieht nach der Bar aus, ne? Das ist, glaube ich, die Bar. Aber das werden wir jetzt gleich sehen. So. Da hinten einmal rechts. Okay. Das ist nicht die Bar. Das ist... Ah, dieser Luxusschuppen. Das ist dieser Luxusschuppen. Mhm. Gib Eddie im Maltese Falcon sein Geld. Maltese Falcon? Wie auch immer. Wir müssen ihm sein Geld bringen. Wir haben sein Geld. Wir bringen ihm sein Geld. Und? Hier das Geld. Da bin ich aber erleichtert. Diese verdammten Halbstarken. Jetzt wissen Sie, wie der Hase läuft. Gute Arbeit, Jungs. Euer Anteil. Danke, Eddie. Brauchst du uns noch oder war's das für heute? Ich hätte da noch was zu erledigen. Geht ruhig. Heute liegt nichts mehr an. Ich melde mich, wenn ich euch brauche. Alles klar. Diese Halbstarken wissen jetzt, wie der Hase läuft. Da bin ich mir nicht so sicher. Ich glaube, weil, ne, also... Was? Weil diese Halbstarken selber nicht mehr laufen können. Schätze ich mal. Ist das eigentlich ein Taxi, was wir hier geklaut haben? Nee, ne? Ach, keine Ahnung. Was müssen wir denn machen? Geh nach Hause. Ja. Gut. Machen wir das. Da kommt nix. Das war knapp mit den Bäumchen, aber ey. Ist scheißegal. Polizia? Ja, super, ey. Steht links und will rechts abbiegen. Okay. Polizei ist farbenblind. Aber sie achten sehr auf den Tachowert, von daher... Ja. So, und ich muss ehrlich sein, ich weiß nicht mehr wirklich, wie es weitergeht. Was nicht schlecht ist, was eigentlich relativ gut ist. Weil es sich anfühlt wie ein neues Spiel und sich die 20 Euro dann auf jeden Fall gelohnt haben. So. Machen wir hier rum. So. Ich weiß gar nicht. Ich habe gehört, dass jetzt noch ein großer Patch rauskommen soll, weil es echt beschissen läuft. Und einige Bugs und Grafikfehler drin sind. Ich weiß allerdings nicht, ob der schon erschienen ist, der Patch. Oder ob der noch kommt. Tja. So, einmal hier rum. Einmal unter der Brücke her. Wo wir nicht mehr wohnen, unter der Brücke. Denn wir haben ja jetzt ein eigenes Apartment. Die Performance ist echt beschissen. Ups. Upsi. Ey, das gibt's doch gar nicht. Ah, Alter, ey. Ist schon nicht einfach. Es ist schon nicht einfach. Zum Glück fahre ich im Real Life nicht so bescheuert. Ich bin ehrlich, diesen Wagen will ich nicht in meiner Garage haben.
Deshalb lassen wir den einfach mal hier stehen. Und gehen guten Gewissens ins Bett. Genug geschafft heute. So. So. Ah, mal hier. Bisschen. Warte mal, wo haben wir denn? Da haben wir noch. Käse-Schinken-Sandwich. Ham and Cheese. So, und ins Bett legen. Kapitel 9. Balls and Beans. Mhm. 6. Mai. Telefon. Na. Hallo? Vito, wir haben hier ein Problem. Schnapp dir eine Knarre, wir treffen uns in der Bar und sieh zu, dass du einen anständigen fahrbaren Untersatz dabei hast. In Ordnung, bin gleich da. Ah, was? Was war's denn mit meinem Sonntag? Sonntag um diese Uhrzeit? Och, Leute. Wo kommt das denn her? Highschool Club. Mhm. Ja, passt. Passt, auf jeden Fall. Hier ist die Polizei. Machen Sie auf! Wir haben nur ein paar Fragen an Sie. Entschuldigung? Wenn Sie die Tür nicht aufmachen, machen wir sie auf! Hey Jungs, was ist los? Polizeieinsatz, bitte treten Sie zur Seite. Ja, sag mir doch, was hier los ist. Wollt ihr vielleicht zu mir? Verfolgen Sie mich? Ey, das gibt's doch gar nicht. Wir wissen, dass Sie da sind. Ja, von wegen, mein Auto wird geklaut. Steht da immer noch. Gut, schon anstehen. Warte mal, was haben wir denn? Munition sieht eher bescheiden aus. Gut. Hä? Haben wir den nicht mehr? Ist ein ordentlicher fahrbarer Untersatz. Jetzt müssen wir nur einmal... Wo muss ich denn hin? Ich muss da hinten hin. Kommen wir irgendwo nah an einem? Nein, kommen wir nicht. Dann nehmen wir den Umweg hier einmal her. Habe ich noch Kohle? Sollte für ein bisschen Muni reichen, ne? Ein bisschen. Ein bisschen. So. Ich bin gespannt, was uns erwartet. In unserer hippen Highschool-Jacke. Sehen wir wieder aus wie ein frischer Jungspund. So, wir wollen uns hier mal ein bisschen dran halten, damit die Karre nicht direkt verbeult wird. Ich weiß nicht genau, für was wir die brauchen. Ja, das hat ja funktioniert. Alter! Statt 10... Ey, es ist unglaublich. So. Ich glaube, ich war in diesen Spielen in noch keinem Waffenladen. Also außer... Moment. Hä? Bin ich dumm? Bin ich jetzt vor dran vorbeigefahren, ne? Außer in Waffenläden, die von der Story angepeilt wurden. Hä? So. Ach, hier war der schon. Ja, Mai. So. Erstmal gucken, ich brauche eigentlich nur Munition. Die Waffen sind alle garantiert legal. Die habe ich selbst geladen. Mhm. Dann nehmen wir auch noch mal ein bisschen von mit. Oh, die ist voll.
Das ist jetzt gar nicht mal so gut. Waldmanns Heil. Ah, egal. Egal. Beehren Sie uns wieder. Machen wir. Alter Mann, machen wir. So. Jetzt ab in die Kneipe. Mit dem pinken Ladykiller hier. Ja, das ist doch ein Auto für echte Männer. So. Nicht zu schnell, nicht zu langsam. Ja, was kann denn jetzt sein? Wollen die, sind die Typen von diesem, was war das, ein Stahlwerk? Das war, glaube ich, ein Stahlwerk, ne? Wollen die sich rächen oder haben die sich gerecht oder... Ach, ich weiß es nicht. So. Ja, wieder in den Schickimicki-Palast. Warte mal. So. Ich finde, so eine Karre kann sich auch mal vor so einem Laden blicken lassen. Eddie. Hey Vito, ich will dir jemanden vorstellen. Oh nein, ich bin nicht richtig gekleidet. Vito, das ist Carlo Falcone. Sehr erfreut, Mr. Falcone. Vito? Also Vito, was hältst du von Alberto Clementi und Luca Guarino? Naja, ehrlich gesagt, Mr. Falcone, diese Arschlöcher wollten mir erst 5 Riesen abknöpfen und mich dann im Knast verrotten lassen. Sieht ihnen ähnlich. Die zwei führen irgendwas gegen unsere Familie im Schilde. Und das bedeutet, dass wir etwas unternehmen müssen, bevor sie etwas unternehmen. Eddie erklärt dir alles Weitere. Ich zähle auf dich, Vito. Wiedersehen, Sir. War mir ein Vergnügen. Können Sie machen, Mr. Falcone. Können Sie machen. Was zum Teufel ist los? Ein Auto mit 3 unserer Jungs ist gestern Nacht verschwunden. Könnte sein, dass Luca Guarino was damit zu tun hat. Wer sind die 3? Harvey Beans und die beiden Jungs, die ihn beschützen sollten. Tony Balls und Frankie der Ire. Beans ist Carlos Buchhalter. Wenn er singt, sind wir alle am Arsch. Okay, was habe ich zu tun? Warte vor Freddys Bar auf ihn, beschatte ihn und finde raus, ob er die Finger im Spiel hat. Und dann? Sollte sich rausstellen, dass er da mit drinsteckt, legst du den Sauhund um. Und wenn unsere Jungs noch am Leben sind, dann hau sie raus. Hoffentlich schaffst du es, bevor sie was über unsere Organisation ausgeplaudert haben. Wo könnten sie stecken? Ich habe keine Ahnung. Sei auf alles vorbereitet. Du brauchst eine schnelle Karre und ordentlich Artillerie. Gut, kein Problem. Komm wieder her, wenn du alles erledigt hast. Und Vito, kein Sterbenswörtchen zu irgendjemand. Klar. Okay. Auch nichts zu Joe. Ausgang war hier. So. Okay. Okay. Ab zur Bar und mal schauen, was wir herausfinden können. Ich bin gespannt. So, vor der Kurve einmal in den gemächlichen Gang schalten, ne? Und dann wollen wir mal schauen. So. Was ist das denn schon wieder weg? Lukas Wagen? Ah, wo steckst du, Luca? Da bist du ja. Ja, schmieriger okay, Schweinehund. Losgehen. Ich darf nicht zu nah ran, sonst sieht Luca mich. Tja. Warum die Karre ist doch überhaupt nicht auffällig? Thank you.
Ich weiß nicht, wie viel Abstand wir genau brauchen, damit er uns nicht sieht, aber... Stellen wir uns schon mal aufs Schlimmste ein. Natürlich, jetzt haben wir noch so einen scheiß Schildermast da vorne dran. Geht doch. Wenn ich nach Vorschrift fahre, kann ich ihn dann problemlos verfolgen oder fährt er dann weg? Ah ne, okay, er fährt nicht weg. Wohin fährst du, Luke? Nach Riverside? Ah, Riverside. Schreckliche Erinnerung. Fährt er zum Schrottplatz? Vielleicht zu Bruskis Schrottplatz? Ah, nein. Mike hat mit so einer Scheiße nichts am Hut. Okay. Dann müssen wir auch mal wieder hin. Mal wieder Hallo sagen. So. Clementis Schlachthof, na klar. Eddie hat wohl recht. Okay, ich muss unbemerkt da rein. Was? Alter. Oh, mal gucken. Hier, Sir, kann ich Ihnen helfen? Reden? Entschuldigung? Ja, kann ich Ihnen helfen? Wissen Sie, wie man in das Schlachthaus da kommt? Und was wollen Sie da drin? Mein Schlachten. Hund ist reingelaufen. Ich suche ihn. Ihr Hund, ha? Ja. Wissen Sie, wie man reinkommt oder nicht? Also erstens mal muss ich Ihnen sagen, Sie sind ein miserabler Lügner. Zweitens, da Ihr Hund keinen Schlüssel für das Gebäude hat, muss er wohl durch das Abflussrohr reingekrochen sein. Durch die Kanalisation? Okay, danke. Ja, cool. Ich bedanke mich. Und wo? Bis ich weiß, was mit den Jungs ist, darf mich keiner sehen. Ach so, hier vielleicht? Ja, eher nicht so, ne? Nee. Ach, Leute, ey. Kanalisation. Oder ist das jetzt auf der Karte schon... Ist auf der Karte schon markiert, alles klar. Ja, Spiel, was ist los mit dir? Das hätte ich eventuell auch alleine geschafft. Alter, warum... Warum ruckelt das denn so? Oh, mein Hund. Habt ihr gehört? Schätze, das kann ich aufbrechen. Scheiße, es läuft überhaupt nicht flüssig. Mann, wie das stinkt. Ja, lecker. Was? Was zur Hölle? Oh Gott, warum flimmert das? Ey, dieses Spiel, ne? Muss unbedingt der Patch rauskommen. Junge, Junge, Junge. Mist, der Köter könnte Probleme machen. Als Maul, du. Was ist denn? Hat er den Hund gerade geschlagen? Der ist direkt unsympathisch, ey. Direkt unsympathisch. Och, Leute, ey. Okay. Scheiße! Ekelhaft. Okay, jetzt, wo er ein paar Steaks geholt hat, bringe ich jemanden um. Okay, hier haben wir nochmal ein Magazin. Das wird zensiert werden, Leute. Es wird zensiert. Glaubt mir. Definitiv. Gut. Also, mal gucken. Eine Ratte. Ich meine, mich erinnern zu können, dass wir
hier so ein bisschen rumschleichen müssen in dem Gebäude, um die Mission zu schaffen. Deshalb weiß ich auch nicht, warum wir so viel Feuerkraft brauchen sollten. Was mir allerdings noch auffällt, ist, dass die Folge jetzt zu Ende ist und wir in der nächsten Folge fröhlich hier unten starten. Um, guck mal, die ganze Jacke ist voller Scheiße, ey. Bah. Um das Schlachthaus mal ein bisschen zu erkunden, erforschen und zu gucken, was Luca hier mit den netten Damen und Herren zu tun hat. Wie dem auch sei. Leute, ich sage schon einmal vielen Dank fürs Zuschauen. Danke für den Support. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.